Ja, sie steht hier bei mir, Nafi. It's incredible. Congrats, the fourth woman to reach the 7000 points. What does vierte it mean to you? Athletin, die 7000 Punkte geschafft hat. Was sagen Sie? Last year it was amazing, my performance. Das war letztes Jahr hier schon sehr stark und erfreulich, was ich in Götzis gemacht habe. Aber ich habe schon geglaubt, das war das Beste. Aber ich wollte natürlich noch besser als letztes Jahr sein. Ich habe mich hier testen wollen. Ich bin hergekommen, um zu schauen, wie gut ich bin. Und mit 7000 Punkten plus heimgehen, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hatten Sie die Möglichkeit, auf die Zeit zu schauen? Wir haben sehr viel am 800er gearbeitet und auch heuer schon. Meine Bestleistung von 2.16 war möglich. Ich wusste, das kann ich schaffen. Ich dachte mir, wenn ich einmal 7000 Punkte machen will, dann ist das vielleicht heute der einzige Tag, also muss ich alles geben. Und das habe ich getan. Ich habe immer auf die Zeit geschaut. And what happened during the javelin competition? Was ist denn beim Speerwurf passiert mit den 59 Metern? Incredible too. Auch unglaublich. Habe ich große Probleme gehabt mit dem Ellbogen. On my first attempt, I was still a bit scared. Beim ersten Versuch habe ich Angst gehabt. I started throwing really again 1 month ago. Ich habe erst vor einem Monat mit dem Werfen begonnen, aber immer nur zwei Schritte gemacht, noch nicht den vollen Anlauf gemacht, mit vier Schritten. Aber ich habe Angst gehabt, dass der Schmerz einfährt. 45 Meter war eigentlich schon am Anfang okay, dann war ich entspannter. Dann habe ich einen guten 51-Meter-Wurf gemacht, aber ich habe keine Schmerzen gefühlt und dann habe ich alles gegeben im letzten Versuch. Dann war ich entspannter, mehr offen und das hat den Unterschied gemacht. Was haben Sie jetzt nach den 7000 Punkten noch für Ziele überhaupt? Ich sage immer, ich möchte mich natürlich weiter verbessern. Aber jetzt weiß ich, das wird schwierig in Zukunft. Aber es gibt sicher etwas, das ich noch verbessern kann. Im Laufen natürlich vor allem. 200 Meter zum Beispiel. 800 war ich schon gut für mich jetzt. Neue Bestleistung. Das freut mich, aber ich bin natürlich noch weit von den Besten entfernt. Wenn ich das auch noch verbessern kann, 800 Meter. In den anderen muss ich dann natürlich auch beständig sein. Dann kann ich sicher noch mehr machen. So, congrats again and all the best. Thank you.